Es ist absoluter Unsinn zu sagen, Popmusik ist schlechtere Musik. Beziehungsweise, wenn sie schlecht ist, ist sie schlecht. Aber es ist bei Klassik genauso. Wenn klassische Musik schlecht ist, ist sie auch schlecht. Gibt es auch eine Menge. Also er spricht es eigentlich an. Wenn es einen nicht berührt, wozu braucht man es dann? Jetzt nicht das, was es oft schon gibt, dieses typische klassische Musiker probieren mal ein bisschen Unterhaltungsmusik zu spielen. Dieses typische Projekt sollte es nicht sein, sondern es sollte ein bisschen in einem anderen Gewand daherkommen. Und da war Sven Helbig sehr wichtig und hilfreich, weil der einfach einen großen Horizont hat. Erika, bitte im Takt 39, du hast die Melodie da nicht so weit zurückgehen, ist immer noch mehr sofort. Das war jetzt ein Piano. Okay. Genau, und es geht auch um 51 bis 56, da schön steht bleiben im Rhythmus. Das heißt, da geht es eher nach vorne, habe ich richtig verstanden? Das strauchelt einfach ein bisschen. Man kann gar nicht sagen, in welche Richtung. Wie definiert man Pop? Wo kommt der her? Es ist natürlich schwierig, wenn man unter der Überschrift Pop-Songs jetzt 15 Lieder präsentiert, sich dann schmalspurig nur irgendwo zwischen Singer-Songwriter und Eurodance zu bewegen, sage ich mal. Sondern dann muss man dann auch wirklich den Fächer öffnen. War auch, dass es nicht alles gleich klingt, sondern dass dieses Album viele verschiedene Facetten hat, nicht nur von den Songs, sondern eben auch von den Arrangements. Das heißt, da sind jetzt 5 Arrangeure mit beteiligt, die eben auch jedem Stück ihre eigene Note verliehen haben und dadurch das Ganze eben spannend auch machen. Und das ist auch lustig für uns, weil jeder hat seine eigene Handschrift und wir müssen uns darauf einlassen, mal von dem was zu spielen. Das ist schon sehr anspruchsvoll. Es muss zwar gearbeitet werden, es ist auch nicht so leicht, das zu machen, aber es ist mal was ganz anderes, was uns extrem entspannt. Mir war klar, ich würde ein Projekt mögen, bei dem es nicht darum geht, 1:1 Lieder jetzt einfach mit anderen Instrumenten zu spielen, sondern im Sinne der Jazz-Standards einfach schöne Kompositionen finden, die interessant arrangieren, in der Sprache des Quartetts, mit den Klangmöglichkeiten, Klangfarben, die das Quartett hat, den Ausdrucksmöglichkeiten. Und diese Songs transformiert und aus ihrem ursprünglichen Biotopen in den nächsten trägt und versucht dort anzupassen. I just recognized little fragments of it. I mean, it's like it's inspired by Dreaming of the Queen. When I heard that Torsten was doing the arrangement of this, I could see why he might have chosen it, because just the original song has a kind of denseness about it that would lend itself to this kind of arrangement. Ich glaube, wir können alle bestätigen, dass den größten Spaß wir hatten bei dem Chop-Sui-Stück. Weil das geht richtig. Da konnte man endlich mal in die Bogentechnik einarbeiten. An Bogen haben. Wenn man wirklich moscht.
wenn wir das in unseren klassischen Konzerten machen würden, das würde das Publikum gar nicht überleben. Ich glaube, die würden uns für bescheuert halten. Wäre aber auch egal. Das kommt nicht rein. Die funktionieren eigentlich wie eine Band. Das Arbeiten mit ihnen war eigentlich nicht unähnlich der Arbeit, die ich getan habe in der Vergangenheit mit anderen Bands. Ob ich mit Rammstein da sitze oder mit Polarkreis 18 oder mit den Pet Shop Boys oder mit dem Fourier-Quartett. Das ist eine Sprache, ein Mechanismus. Man entwickelt die Sachen gemeinsam.